Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. So Leute, jetzt gibt's eine kleine Sporteinheit, bevor Weihnachten heute anfängt. Wir haben es jetzt 10.57 Uhr, das heißt bis 11.30 Uhr werde ich jetzt noch ein bisschen Sport machen und dann geht es auch noch ganz kurz einkaufen zur NP oder whatever. Ja, dachte, das Telefon geht krass. Ich wünsche euch natürlich ganz, ganz schöne Feiertage und frohe Weihnachten und wir sehen uns dann später wieder. Bis dann! Übrigens, die Bänder habe ich von SLA nochmal. Sport, Intersport, aber den Laden gibt es leider nicht mehr in der Arnigen Galerie oder generell in Hildesheim. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, Sportcheck, also Sport Extra oder Sportcheck, wie auch immer der heißt, in Hannover. Und dann gibt es da noch einen in Goslar bei Hartsburg da. Ja, oder in Wolfsburg oder in, was ist noch in der Nähe, Braunschweig, glaube ich, kann man das auch holen. Warte mal, doch, es gibt einen Laden, da gibt es die Bänder, glaube ich, aber erstmal momentan nicht. Und zwar doch in Babenstedt, genau, Babenstedt. Da ist, glaube ich, auch noch Intersport. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, wie genau die Läden heißen. Auf jeden Fall sehen wir uns dann später beim Einkaufen. Tschüss! So, Leute, ich mache mir jetzt gerade hier... Na, guck's, Tassimo, Solesso, Espresso Frutti, Latte Macchiato. Und ja, meine Mutter hat gefragt, ob ich sowas mal trinken will. Ich habe gesagt, nee, Marzipan ist nicht so mein Typ. Nicht Marzipan. Ich zeig euch gleich. Let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. So Leute, ich muss jetzt ein bisschen leiser reden, weil es ist nämlich schon 0.22 Uhr und ich wollte euch jetzt mal zeigen, was ich alles Schönes zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Ich habe von einem von meinen Freunden diese schöne Bayern München Mütze bekommen. Das ist so schön. Übrigens Nagellack jetzt doch drauf. Dann geht's weiter und zwar, dass ich auch noch von ihm bekommen habe, einmal Davidoff Cool Water for Her. Das ist eine Bodylotion. Ich habe schon dran gerochen. Und eine FFP2 Atemschutzmaske. Da ist eine drin. Und die habe ich auch von ihm bekommen. Finde ich voll schön, dass er mir jetzt eine Maske geschickt hat. Haben wir gebraucht. So, dann geht's weiter. Was ich bekommen habe von meinen Eltern ist einmal diese Scene von Scene. Diese Skin Foodies und nochmal eine Skin Foodies. Einmal hier mit Papaya. Und einmal eine ganz normale Peeling-Maske für das Gesicht. Mit weißer Tonerde und Rosmarin. Da bin ich mal gespannt. Das ist hier für die T-Zone und für unten für den Kiefer. Und das andere ist für die, wo Augenringe dran sind. Also, ne? Dann habe ich... Wo fangen wir weiter? Das habe ich mir selber gegönnt. Aber das Parfüm von Shirin David. Ich liebe es einfach und ich finde es einfach so schön. Das habe ich mir bei Douglas geholt. Ich finde die Verpackung, also das Parfüm generell schön und deswegen musste ich es unbedingt haben. Was ist irgendwie auch mit dem Nagel? Keine Ahnung. Ja, dann habe ich mir auch noch einen Lippenstift gekauft von Essence. Kann man mal sagen, das ist This Is Me in der Farbe 03 Blond. Blond oder Blond, sagt man das? Ja, ist ein ganz einfacher, simpler Ton.
Finde ich auch so schön. Ich glaube, den werde ich morgen, also morgen nicht, morgen Abend muss ich nämlich arbeiten. Beziehungsweise heute schon. Heute ist ja schon Tag. Dann habe ich einmal hier von Karl Lagerfeld von, ja, das wollte ich unbedingt wieder kaufen von, mit Farbe Bronzy. Den hatte ich nämlich schon mal. Ach, wenn er jetzt mal rausgehen würde. Moment. So sieht das Jute-Stiftchen aus. Da steht Karl Lagerfeld und Model CO plus Model CO. Und das ist ein ganz normaler, ja, zeige euch mal das, wie das aussieht, der Stift in der Farbe. Und nicht wundern, ich habe das vorhin schon mal ausprobiert, deswegen. Ja, für gute, für Silvester oder so oder für den zweiten Weihnachtsfeiertag. Morgen werde ich mich dezent schminken, weil ich ja, wie gesagt, arbeiten muss. Dann habe ich von der Blutspende, ich war ja gestern Blutspenden, von der, vom Deutsches Rotes Kreuz, ja, einfach danke, eine einfach Ringe Blumensalbe bekommen. Bin gerade fix und fertig. Wir haben gerade noch, Dings, sag schon, Monopoly gespielt und ich bin bankrott. Dann habe ich noch von dem lieben Uwe ein Touch Curl of Color Lipstick bekommen. Auch eine schöne Farbe. Das ist die Ready to Go in der Nummer 09. Dann habe ich von dem Stefan eine Venus Omega 3 Lift Fairing Firming Must bekommen, Anti-Aging und Fill-Up Effekt. Dann habe ich das, und zwar ist das von Douglas, und da sind hier einmal ja, 6 kleine Badebomben drin. Dann einmal ein Shower, eine Shower Milk, 150 ml. Und auch ganz cool, ein Body Öl. Ja, finde ich mega. Das sind 2x 150 ml, genau. Und hier drin waren übrigens so Teile, damit das nicht ausläuft. Das musste ich nämlich meinen Eltern fragen. Dann haben mir meine Eltern noch Levi's Teile Flipflops noch geschenkt. Ich habe nämlich welche, aber die hatten sie einfach mir geschenkt. Finde ich voll nett von denen. Also ich hatte zwar, also ich habe welche, aber die haben sie mir jetzt nochmal geschenkt. Voll cool. Ich mag sie auch. Die sind voll mega schön und ist auch meine Größe. Ja, sieht man nur nicht hier. Das ist sogar krass. Da steht sogar R für rechts und bei dem müsste dann L, glaube ich, stehen. Ja, krass. Hier steht wirklich ein L. Größe ist, glaube ich, 39 oder 40. Bin mir jetzt auch nicht sicher. Dann habe ich mir auch noch was gekauft. Und zwar habe ich mir das Schönes noch gekauft. So schön Schmuck. Und zwar, ja. Wollte ich einfach mal haben. Das finde ich schön. Und ich fand die Box auch schön dazu. So, wieder zu machen. Ja, Leute, ich wünsche euch schöne Feiertage noch und ich hoffe, also Kugelschreiber habe ich auch noch bekommen, aber das ist praktisch, das kann man immer für die Arbeit haben. Yes, I do it. Ich mag sowas, voll cool. Ja, ich wünsche euch ganz schöne Feiertage noch und ich würde gerne mal wissen, oder wenn ihr wollt, könnt ihr gerne was ihr Schönes zu Weihnachten bekommen habt. Also ich bin mit meiner Ausbeute sehr, sehr zufrieden. Und ja, dann Happy Holidays und ja, bis bald. Tschüss.